Gut, nachdem ich letztens mit dem Zeppelin NT ja schon mal ein Luftschiff-Video im Microsoft Flight Simulator X gemacht habe, gehe ich jetzt nochmal eine Nummer größer. Wie man sieht, ich habe mir nämlich hier von weiß Gott wo die USS Macon heruntergeladen. Und jetzt gerade für die Anmoderation, mal in Anführungsstrichen, habe ich das Spiel unterbrochen, einfach um so eine Panne wie beim letzten Versuch. Siehe dazu der Link hier unten links, beziehungsweise wenn man mobil guckt oder weiß Gott warum nicht auf den Link klicken kann, halt der erste in der Beschreibung. Um so eine Panne wie da zu vermeiden, habe ich das Spiel jetzt halt angehalten, denn der Microsoft Flight Simulator X sieht eigentlich keine Luftschiffe da drin vor, beziehungsweise allgemein nichts mit statischem Auftrieb. Das ließ sich beim NT noch deshalb, also Zeppelin NT noch deshalb umgehen, weil der an und für sich auf schwerer als Luft getrimmt ist. Dazu gleich mehr. Ich glaube, mit dem Ding habe ich genug Zeit, um noch zu erklären. Und wie dem auch sei, ich begebe mich zunächst mal in die Luftschiffgondel, also sozusagen ins Cockpit, beziehungsweise die Brücke, wie auch immer man es nennen mag. Das hier hat jetzt wirklich, ist wirklich eine merkwürdige Kreuzung aus Flugzeug und Schiff. Bei allem, während der Zeppelin NT bei vielen Sachen wirklich wie ein Flugzeug war, fast. Egal. Ich jedenfalls höre auf zu pausieren oder da Simulation unterbrochen, setze also entsprechend die Simulation fort und fang an, mit der Taste für die Wölbklappen meinen Wasserballast, den ich an Bord habe, abzuwerfen. Also eigentlich hat die Macon, ähnlich dem Zeppelin NT, da sieht man jetzt das Wasser, wie es ausläuft, nämlich auch so eine, also auch solche Schwenkpropeller, die man nach oben anstellen kann. Warum auch immer, kann ich das hier in dem Modell aber nicht machen. Und stattdessen kann ich eben den Ballast abwerfen, wie bei allen großen Starluftschiffen. Regel ich das halt über Abwerfen von Ballast bzw. Traggas in Folge Helium. Jedenfalls gehe ich dadurch jetzt einen Steigflug. Ich bin hier am leicht nebligen Herbsttag in New York am LaGuardia City, oder wie auch immer man es ausspricht, LaGuardia City Airport. Und keine Ahnung, wo ich hinfliege. Wieder hierher zum John F. Kennedy Airport oder was weiß denn ich. Gibt noch einen neben dran, New Jersey, aber ich kenne mich dort nicht aus. Keine Ahnung, ob ich überhaupt einen Landeplatz finde und mich hoffnungslos verfliege. Wer weiß, was bei rauskommt. Aber ich habe dort dann einen schönen Kartentisch. Damit finde ich dann hoffentlich schon zurück. Eben wie ich sagte, ich habe genug Zeit zu erklären. Genau das erste, was ich angedeutet hatte mit dem NT. Der lässt sich halt relativ gut in den FSX einbauen, weil der leicht schwerer als Luft getrimmt ist und seinen geringen benötigten Restauftrieb eben über den Anstellwinkel beziehungsweise eben den Einstellwinkel der Schwenkpropeller erhält, also beim Starten, bei der Landung. Und das könnte ich hier eigentlich auch machen, da die Macon als, wie auch ihr Schwesterschiff Akron, als Traggas Helium verwendet, konnten die Triebwerke, also Motoren, problemlos in die Luftschiffhülle eingebaut werden, was aerodynamisch natürlich deutlich besser ist und eben die Möglichkeit dieser Schwenkpropeller bietet. Was man dort über den Propellern sieht, sind übrigens die Radiatoren von der Ballastwasserrückgewinnungsanlage, also dass das Wasser aus dem Abgas, was den Großteil, oder der Wasserdampf, was den Großteil vom Abgas ausmacht, eben auskondensiert werden kann, um somit Ballastwasser zu gewinnen und den Gewichtsverlust durch den Kraftstoff zumindest etwas auszugleichen, dass nicht ständig Traggas abgelassen werden muss, weil Helium auch heute noch nicht billig ist. Beziehungsweise das stammt ja aus den 30ern und wurde als erhöhter Ausguckposten eingesetzt, bevor das Radar erfunden wurde. Also die Macon ist wie auch ihr älteres Schwesterschiff, die Akron, da war ein sogenannter fliegender Flugzeugträger. Also da ist da hinter der Gondel, jetzt sieht man es kaum, zumindest bei mir hier auf dem Bildschirm. Bei mir in den Videos werden die Farben ja zum Teil nicht so gut wiedergegeben, wie sie eigentlich sind. Dann vielleicht sogar gar nicht, dass dahinter so eine Art Klappe ist. Ich habe keine Ahnung, wie man die öffnet. Das muss zumindest irgendwie gehen. Und dort drin waren bei der Akron 4, beziehungsweise bei der Macon, da die etwas leichter ist, 5 Curtiss F9C oder was weiß ich was, Sparrowhawk,
eigentlich Jagdflugzeuge gelagert. Und ja, jetzt gucke ich erstmal, wo ich hier überhaupt hinfliege. Und eben, bevor ich mich am Ende gar nicht mal zurechtfinde, drehe ich lieber um und fliege am besten einmal eine Platz- bzw. Ehrenrunde über New York und dann wieder hierher, oder Manhattan, das hier ist ja eigentlich alles New York, zurück auf meinen Startplatz und hoffe mal, dass ich den auch treffe. Mit dem, das Ding hier ist nämlich verdammt schwierig zu landen. Braucht eben auch sehr lange alles. Daher habe ich gesagt, ich habe noch genug Zeit zum Erklären. Genau damit komme ich wieder zurück auf den Zeppelin NT. Das hatte ich im letzten Video dumm dämlicherweise geglaubt, was dort im Modell drin war. Und der echte Zeppelin NT hat doch kein Querruder. Wäre aber schön gewesen, wenn er dadurch nämlich sehr einfach zu steuern ist. Und dazu komme ich jetzt auch direkt, wenn ich jetzt in meinen Querabflug gehe. Und eben nur mit Seiten- und Höhenruder steuern. Da sieht man halt, dass ich rein durch Seitenruder in eine leichte Schräglage komme, was auch logisch ist. Und danach komme ich daraus halt, warum auch immer, nicht ohne weiteres zurück. Das heißt, ich muss immer über und dann gegensteuern, dass ich das Luftschiff wieder aufrichte. Was halt auch ein bisschen schwierig ist, ist, dass ich außer dem Höhenmesser dort keinerlei Instrumente habe. Und es dann doch etwas schwierig zu beurteilen ist, ob ich gerade steige oder sink. Und gut, eben ist ein Flugzeugträger, hatte ich gesagt. Die Macon ist eben wie auch die Akron und jetzt so aus dem FF so ziemlich jedes Großluftschiff abgestürzt, wie auch die Akron, also ihr älteres Schwesterschiff im Sturm, weil dort hinten, ich meine, die obere Seitenflosse abgerissen ist und dadurch dann die hinteren Traggastzellen ausgelaufen sind. Und es leckt wie blöd. Mal wieder. Also muss ich mal eine neue Grafikkarte kaufen. Eben, und die Macon hat aber immerhin den Vorteil, dass die Akron vorher abgestürzt ist und bei der US Navy dann daraus gelernt wurde und immerhin Rettungsinseln und Schwimmwesten und so dort waren. Dadurch war es, glaube ich, nur ein oder zwei Boote. Anders als bei der Akron. Jetzt, was weiß ich, also die US Navy hatte eben insgesamt 5 Starluftschiffe große. Die Macon war das letzte, eben die ZRS-5. Und was weiß ich, die ZRS-1, USS Shenandoah oder so, hat es auch im Sturm zerlegt, aber die halt wirklich komplett, also die ist in mehrere Teile zerbrochen. Da gab es dafür, wie schlimm das alles aussah, auch zynisch, aber gab es relativ wenige Tote. Weil das Paradebeispiel ist ja immer noch der Absturz der Hindenburg, die ja wirklich mit großem Knall, auch im wörtlichen Sinne, abgestürzt ist eben. Also das ist ja das Wasserstofftraggas, was eigentlich gar nicht vorgesehen war, hat angefangen zu brennen. Das war wirklich spektakulär und da gab es auch, ich meine, nur 30 Tote. Also dafür, was für ein Riesenbrand, das war relativ viel. So, weil ich ausreichend gestiegen bin, lasse ich jetzt mal ein bisschen Traggas ab, indem ich die Wölbklappen wieder einfahre. Also jetzt kriege ich wieder weniger Auftrieb und probiere es halt, das Luftschiff irgendwie so auszukippen. Das ist eine recht schwierige Sache. So, wenn ich schon da hinten über New York bin gleich, kann ich dann da auch mein Thumbnail-Bild aufnehmen, also fürs benutzerdefinierte Thumbnail. Und eben, also ich meine, den Unterschied von verschiedenen Luftschiffen hatte ich ja schon mal erklärt. Ich habe genug Zeit, dann kann also ein Zeppelin NT-Video dazu eben auch hier unten links in der Link dazu, also jetzt, beziehungsweise der zweite in der Videobeschreibung. Und eben, also jetzt gerade mit meinem neuen Bildschirm, dann höhere Auflösung und auf jeden Fall eine neue Grafikkarte, weil damit so ziemlich alles weg. Denkt mal, in Anbetracht des aktuellen Zeitpunktes brauche ich auch nicht drum rumreden. Da sagt man, man wünscht sich nichts zu Weihnachten und dann kommen die Eltern mit einem riesigen Bildschirm, wo man die ganze Zeit vorhatte, sich eigentlich nur einen Widescreen zu kaufen. Und
mich vor angucken mit einem gebrauchten Samsung-Bildschirm, ich glaube 20 Zöller, für irgendwie 40, 50 Euro und keine Ahnung, was der gekostet hat, der hier. Ich nähere mich langsam dem Orientierungsverlust, wobei ich doch direkt über meinen Flugplatz bin. Clever. Clever von mir. Ja, also da sieht man, dass der LaGuardia Airport wohl irgendwie in den müsste irgendwie, nee, bis da ist der East River. Also irgendwie ins Wasser reingebaut ist. Ich sag ja, ich kenne mich dort nicht aus. Ich bin ja praktisch bei mir vor der Haustür, also was weiß ich. So, Friedrichshafen ist direkt vor der Haustür, ist jetzt weit gesagt, aber jetzt Ecke Basel und so ja auch schon noch. Werde ich mich hier erst richtig gut anstellen. Immer noch, da lasse ich dann mal. Das ist doch gerade was ab. Genau, da sieht man den Kartentisch. Das ist doch schön, das damals ein bisschen großes war. Und eben den Kartentisch und das Funkgerät habe ich beide auch als separate Cockpit, Sichtmodus, Position, keine Ahnung. Und bei Bedarf, wenn ich wirklich keine Ahnung habe, kann ich mal den Kartentisch schützen. Beziehungsweise jetzt gerade, wo ich schon davon lebe, wenn ich mal in den Notsteuerstand in der unteren Seitenflosse wechseln. So, hier. Bei Steuerräder wie auf dem Schiff haben. Beziehungsweise wie auf dem Schiff ist ja heute sowieso nochmal so mehr anders und nicht wirklich der Fall. Das ist doch ein schönes Motiv für Thumbnail. So, es sollte. Ich mache ein paar weitere Fotos. Sollte. Hier immer Golf Alpha bis der LaGuardia. Was heißt, ich bin noch ganz. Irgendwas nicht so ganz. Was hat das? Und ja, was weiß ich, dann ist die Frage, ob ich jetzt hier mal zeigen will zu landen oder. Ja, dann drehe ich hier die Schaufel über Manhattan, gehe dann wieder runter. Günstiger Herbsttag. Also für den Nebel da unten habe ich einfach bei Peter Stratus-Wolken auf 0 Meter Höhe eingestellt. War zu faul, nach der Funktion extra für Nebel zu suchen. So. Ich glaube, ich steige immer noch. Ja. Ups, falsche Taste jetzt. Naja, ich soll wirklich einfach mal da hinten die Wolkenkratzer in der Galerie oder wie das unterste Ende von Manhattan heißt, sieht man inzwischen auch. Das war das Empire State Building. An der Verteilung von den Wolkenkratzern kann man ja den Boden in New York, in Manhattan erahnen. Also da, wo viele Wolkenkratzer stehen, ist er hart und da, wo keine sind, ist irgendwelcher Leben. Das
beziehungsweise nicht so hohe Häuser. Denn solche Vorstadt, ein Familienhäusle, bezweifle ich jetzt doch stark, dass die dort sein werden, beziehungsweise weiß es sogar auch, wenn ich nie da war, aber ich kenne die Fotos. Das Ding da oben auf dem Empire State Building ist ja so ein Ankermast für Luftschiffe, der nie benutzt wurde und einfach nur draufgesetzt wird, um das Chrysler Building als höchstes Gebäude der Welt zu überbieten. Dort anmasten probiere ich jetzt mit Sicherheit nicht. Wenn ich schon hart an der Grenze zu überfordert bin, dann am Einland noch so viel Platz. Hier tritt der wird wohl den einen Flughafen und die Außendaten nicht auch über den Katastrophenplatz anfangen. Das hier ist als Thumbnail-Bild fast noch geiler. So. Das ist schon das Dorf hier. Boah, was leckt das? Vor allem hatte ein Kollege von mir neulich ein paar gute Grafikkarten für 150 Euro das Stück im Angebot. Und ich war so blöd, keine zu kaufen und jetzt bereue ich es natürlich. Gott! Also hier ist es halt einfach nur nicht schön. Jetzt beim Nils so sturmodig oder so wäre es wirklich scheiße, wenn es denkt. Gott. Also das ich einfach voll gedreht habe. Oh Mann. So, jetzt muss ich mal drüben steuern. So ist das schon. Noch eins. Also viel zu sein. So, jetzt guck ich. Geht's lang? Ja, da bin ich lang. War wie zu erwarten eigentlich übersteuert extra für das Foto. Kriege ich da, dass ich da dann ins Endteil gehen kann. Genau, das mit den verschiedenen Luftschiffarten wollte ich ja noch erklären. Also das Star-Luftschiff hier ist die mit Abstand komplizierteste und die Hülle eben von einem festen Innenskelett, in dem Fall hier aus Aluminium, Duraluminium gebildet wird und dann halt mit Stoff bespannt ist. Und innen drin sind die Gaszellen bei gleichem Druck wie außen der atmosphärische Druck eingehängt und eben die Gondel, die Triebwerke, die Leitwerkspfosten, alles weitere ist auch an dem Gerüst befestigt. Hat halt den Vorteil, dass man daraus die größten und die schwersten Luftschiffe bauen kann und die auch am wetterbeständigsten sind, also bei deutlich stärkerem Wind eingesetzt werden können als die restlichen. So, zweiter verbreiteter Typ, beziehungsweise heute eigentlich der einzige verbreitete, ist das Prallluftschiff, wo eben die Hülle sich selbst trägt und rein vom erhöhten Innendruck des Tankgases die Form hält und halt alles, also eben Gondel, Triebwerke, Leitwerkspfosten etc. an der Hülle befestigt ist. Noch so ein Zwischending ist das halbstarre Luftschiff, davon gibt es genau einen Typ, nämlich den Zeppelin T. Der hat eben auch die Hülle, die ihre Form selbst hält und so, aber die ganzen Gerätschaften sind an einem kleinen Innenskelett befestigt, was das eben etwas robuster werden lässt. Jetzt, was weiß ich, eben Star-Luftschiffe gibt es hier, die Akron-Klasse, bekannteste wird wohl die Hindenburg und die Graf Zeppelin sein. Praktisch typgleich mit der Hindenburg ist die Graf Zeppelin 2, die wirklich geflogen ist. Und ansonsten eben aus Großbritannien gibt es die keine Ahnung. Also glaube ich alle mit R waren Star-Luftschiffe, also R-Rebridged.
sieht ganz so aus, als rollt da unten gerade noch einer an den Start. Und ich hoffe mal, ich habe da auch Platz. Und da, an dem er startet, sieht man das komplett. Und auch unten an den Autos. Naja, jedenfalls aus Frankreich gibt es auch noch ein paar Stahlluftschiffe. Also es waren eigentlich alle Einzeltypen, beziehungsweise so kleine Klassen. Was weiß ich, im Halbstarre gibt es nur den Zeppelin und T, Prallluftschiffe, was weiß ich, die ganzen mit hier, die WDL-1 und WDL-1B Blimp oder auch die russische Augur AU-30, glaube ich. Oi, was war das? War die offenbar eine Höhe erfasst. Beziehungsweise im Moment lasse ich mich ein bisschen abtreiben, ohne Bus vorzuhalten, dass ich da auch genug Platz für meinen Endanflug habe. Auf einem Sonntag scheint, tritt der Flugplatz auch ganz gut frei. Das ist sogar ganz gut. Eben die einfachste Form von Luftschiffen ist das Heißluftschiff, also was den Auftrieb gar nicht über den Tragblatt, sondern einfach über die erhöhte Temperatur oder Innentemperatur der Hülle erhält, also ähnlich wie ein Heißluftballon. Und das gilt in Deutschland rechtlich auch als Ballon, also man braucht gar keinen Luftschiffschein, um zu fliegen, sondern eben Freiballonschein mit Zusatzeintragung eben für Heißluftluftschiffe. Und eben ist es einfach so Luftschiff. Also da gibt es jetzt, was weiß ich, Cameron Balloons, glaube ich, Geferflug, Zusammenarbeitsprodukte AS-105ED oder wie das heißt, das 4 oder 6 Sitzer oder auch die russische Augur AU-29, glaube ich. Boah, was für Sitz hier vom Wind. Dabei hatte ich den Wind eigentlich auf, ich glaube, 2 Knoten oder so gestellt, und das sind jetzt deutlich mehr als 2 Knoten hier versetzt. Komisch. Naja. Mal gucken, ob ich noch mal finde, wo ich das heruntergeladen habe. Dann setze ich auch da den Download-Link in die Videobeschreibung. Jetzt läuft es ja wirklich nur noch auf einem FPS. Das wird echt nicht sein. Also man merkt, glaube ich, auch, dass ich keine Ahnung von den Kreisradien habe und deswegen hier irgendwie so vermurkst schräg anfliegt. Ich frage mich, was mit dem einen Flugzeug dort unten so ein bisschen komisch leuchtet. Und hoffe vor allem, dass es jetzt nicht an den Start rollt.
Also das habe ich jetzt davon, dass ich keine Ahnung davon habe, wie man im FSX mit Funk umgehe und dort eben einfach so reinhage. Eben auf dem Lagados Theater, der ja doch nicht so winzig klein ist. Das ist zwar kein Vergleich zum John F. Kennedy Airport, International irgendwas, ein paar Kilometer von hier entfernt ist, aber trotzdem. Ich glaube, ich mache mal lieber eine lange Landung. Und anscheinend Elb gehört. Nein, 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 das tust du nicht, das tust du nicht. Ein Eckfahrer. Der kommt zu mir. Außerdem gemäß Ausweichregeln musst du nur Flugzeug und Luftschiff ausweichen. Keine Ahnung, warum ich mit der KI spreche. Muss ich jetzt probieren, den irgendwie. Nein! Gott! Was soll das jetzt? Dann gehe ich auf den. Also keine Ahnung, ob das jetzt dargestellt wurde, aber mein Monitor hat irgendwas behauptet, er schaltet sich gleich von selbst aus. Und eben. Jetzt muss ich gerade was abzufangen. Also ich sag ja, das Ding hier ist etwas schwierig zu landen. Vielleicht scheppert es auch gleich. Aber ich habe mich dann wenigstens drum bemüht. Es sieht so aus, als wäre ich doch abgestürzt. Keine Ahnung, was da los war.